Edichewitsch zu den schwarzen und weißen Streifen im Leben. Hallo und privet aus Kaliningrad. Lange Zeit lief alles bestens in Kaliningrad. Ich befand mich auf dem weißen Streifen meines Lebens. Seit einiger Zeit bemerke ich, wie der Streifen ergraut und nun beginnt langsam schwarz zu werden. Es wird Zeit, dass ich mich anderen mitteile. Sayida hat Probleme. Ich sage, ich bin jetzt hier, um das zu klären. Jeden Morgen pünktlich um 6 Uhr besuche ich die Sauna im Fitnessclub Albatros. Albatros Nord in Kaliningrad. Ich bezeichne die Sauna als Informationszentrum, denn ich erfahre hier viel Neues. Jeden Tag. Es gibt andere, die meinen, dass es sich um eine illegale Residentur von Geheimdiensten handelt und ich jeden Morgen die Handlungen verschiedenster Dienste über diese Residentur koordiniere. Und habe dieses Konzept beim russischen Inlandsgeheimdienst abgegeben in Moskau. Und damit begann der weiße Streifen in meinem Leben langsam grau zu werden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell enttarnt werde. Das war nicht so einfach. Ich habe jetzt, wie gesagt, 2,5 Jahre gebraucht, um alles herauszubekommen. Dann führte der Kaliningrader Gouverneur den QR-Code für den Saunabesuch ein. Sie wissen ja, dass die Coronavirus-Situation in Kaliningrad nicht gerade Anlass für Optimismus bietet. Zum Glück hatte ich einen QR-Code, sogar ehrlich erspritzt, mit jetzt schon 4 Impfungen. Aber einer der Teilnehmer unserer Sauna-Residentur pflegt den Status eines Covid-Dissidenten. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Da gehst du rein, das ist da blühtes. Sie sehen, meine lieben Zuschauer, wir haben auch Dissidenten in unserer Residentur. Und der versorgt uns jeden Tag mit neuen Argumenten, warum man sich nicht spritzen lassen sollte. Ohne QR-Code darf er nun aber seit 1. November nicht mehr an unserer Arbeit teilnehmen. Wir begannen zu wetten, ob er sich nun vielleicht doch impfen lässt oder nicht. Während ich der Ansicht war, dass Sadioga, nennen wir ihn Sadioga, sich impfen lässt, waren alle anderen der Meinung, dass er ein standhafter Dissident ist und lieber auf die Sauna verzichtet, als den Empfehlungen seines Staates zu folgen. Ja, so ein alter deutscher Indianer, sage ich mal. Ne? Ganz lieber Kerl, auch ein bisschen verdrückt, aber verrückt muss man sein, ein bisschen. Gewettet hatten wir um einen Abend mit Bier, einen Bierabend. Ich werde nun jeden Tag daran erinnert, dass die Wette am 1. Dezember ausläuft und einige meiner Residenturmitarbeiter scheinen da gewisse Kontakte zu haben und sie meinten, dass ich die Wette verliere. Es wird eine teure Wette für mich, denn man hat mir schon gesagt, dass man Baltika 7 nicht trinkt. Das ist Proletarierbier. Und schon wurde der graue Streifen in meinem Leben langsam dunkelgrau. Und jetzt kommt der Clou in der ganzen Sache. Dann erfuhr ich, dass Deutschland in Kaliningrad eine neue Wirtschaftsvertretung eröffnet hat. In den Medien war darüber nichts zu lesen und eine Einladung zum monatlichen deutschen Wirtschaftskreis erhielt ich auch nicht. Ich war aus der Liste der Einzuladenden gestrichen und von 5 Anfragen an die Verantwortlichen wurde nicht eine einzige beantwortet. Ich sage, ihr wisst doch, wie der Spiegel läuft. Nun pflege ich nicht nur meinen Status als russischer Rentner,
sondern eigentlich bin ich auch noch als Unternehmer ein wenig tätig und natürlich auch als Blogger. Ich war traurig, dass ich derart ignoriert wurde und spürte, dass meine Zeit in deutschen Kreisen in Kaliningrad sich wohl langsam ihrem Ende nähert. Der dunkelgraue Streifen in meinem Leben wurde langsam hellschwarz. Also man wird schon beobachtet und wer nicht seriös ist, ich sag mal so, wird da keinen Fuß dort von anderen setzen. Seit genau einem Jahr bin ich stolzer Besitzer eines russischen Passes. Ich durfte sogar meinen deutschen Pass zusammen mit meiner deutschen Staatsbürgerschaft behalten. Was ich nicht wusste, war, dass ich meinen deutschen Pass verloren hatte. Ich erfuhr dies, als ich meinen verloren gegangenen deutschen Pass an der deutschen Grenze auf dem Luftbahnhof in Berlin dem Grenzbeamten vorlegte. Im Verlauf eines netten, fünfminütigen Gedankenaustausches wurde geklärt, dass hier wohl irgendetwas in der deutschen Bürokratie schiefgelaufen ist. Bedingt durch den netten Gedankenaustausch mit dem deutschen Beamten verpasste ich die S-Bahn. Ja, prima. Los, dann holen wir mal. Der hellschwarze Streifen meines Lebens nahm eine weitere Schattierung an. Nun gibt es eine neue deutsche Bundesregierung. Naja, so gut wie. Es sind ja nur noch wenige Kleinigkeiten zu klären und bis spätestens Mitte Dezember wird die Regierung vereidigt. Die Gespräche in der Sauna-Residentur sind natürlich zu diesem Thema besonders hitzig. Wieder werden Wetten vorgeschlagen. Aktuell wird zum Haltbarkeitsdatum der neuen deutschen Regierung gewettet. Meine Mitresidenten in der Sauna meinen, die Regierung hält 4 Jahre durch. Also die ganz normale Legislaturperiode. Da es sich um russische Bürger handelt, mit denen ich da zusammensitze in dieser Residentur, kennen die sich natürlich in der Geschichte der Bundesregierungen seit 1949 nicht so gut aus. Sie wissen nicht, dass keine Regierung, bestehend aus 3 Parteien, in der Vergangenheit die vollen 4 Jahre durchgehalten hat. Ich habe gewettet, dass die Regierung nach 2 Jahren die Arbeit beendet. In der heutigen politischen Lage ist es, ich sag mal so, nicht wünschenswert, dass man da sowas sagt. Was glauben Sie, meine lieben Zuschauer, habe ich eine Chance, die Wette zu gewinnen? Oder wird der schwarze Streifen in meinem Leben nun wirklich schwarz? Die zweite Wette betrifft die neue deutsche Außenministerin, unsere Anna. Es gab da verschiedene Wettvorschläge. Ein Vorschlag war zu wetten, wann der erste außenpolitische Skandal stattfindet. Ein anderer war, wann die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ihren Antrittsbesuch bei Sergei Lavrov machen wird. Знаете, вроде взрослые люди все, да? Я не думал никогда, что придется на такие вопросы отвечать, тем более. Und ein dritter Vorschlag war, ob Lavrov überhaupt sich mit der deutschen Außenministerin treffen wird. Это, понимаете, это абсурд. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so richtig, auf welche Wette ich mich einlassen und wie ich tippen soll. Ich habe große Angst, generell auf dem dunkelschwarzen Streifen des Lebens zu landen. Man sollte schon ein bisschen hören auf Leute, die jahrelang da drüben sind, viel machen, viel Erfahrung gesammelt haben. Ja. Bei der Gelegenheit wollte ich noch informieren, dass ich in der kommenden Woche ein 2-teiliges Video veröffentlichen werde.
geht um Deutschland, die deutsche Außenpolitik, das deutsche Generalkonsulat in Kaliningrad. Deutsche Unternehmer, die auch die weißen und schwarzen Streifen im Leben beschritten haben. Ja, man muss ja auch berücksichtigen zum Beispiel, dass... Ich hatte ein wenig Zeit in der letzten Zeit und habe mich mit der Periode von 1990 bis 2021 beschäftigt und bin zu der Ansicht gekommen, dass wohl nicht nur ich mich auf dem schwarzen Streifen im Leben befinde. Die Russen wissen das. Ja. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie in der kommenden Woche auf meinen Kanal vorbei. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.